Annäherung der Binomialverteilung durch Normalverteilung, das ist das Video Nummer 2. Wir nehmen an, n gleich 100, p gleich 0,6, klein p natürlich. Und wir suchen die Wahrscheinlichkeit von px kleiner gleich 45. Und wie ich im ersten Video gesagt habe, müssen wir in diesem Fall eine Symmetrie bilden. Eine Symmetrie um den Erwartungswert, weil wir mit der Z-Tabelle arbeiten und deshalb brauchen wir immer eine Symmetrie, um die Werte von der Tabelle ablesen zu können. So, wenn ich das mit Binomialverteilungstabelle mache, bekomme ich einen Wert von 0,0017. Und jetzt möchte ich mit der Z-Tabelle versuchen. Ich suche da so diese Wahrscheinlichkeit durch die Normalverteilung, durch die Annäherung. Und dazu muss natürlich eine Bedingung erfüllt sein, und zwar Laplace-Bedingung. Die Laplace-Bedingung, also Sigma, muss immer größer als 3 sein, sonst weichen die Werte voneinander ab und stimmen nicht so überein. Also Binomialverteilung und Normalverteilung stimmen näherungsweise überein, wenn Sigma größer als 3 ist. Mu ist gleich, also n mal p, also der Erwartungswert oder der Mittelwert. 100 mal p, 100 mal 0,6, 60. Mu gleich 60 und Sigma, dazu gibt es eine Formel. Sigma Wurzel aus n mal p mal 1 minus p, setze ich ein, n 100, klein p 0,6 und 1 minus 0,6, 0,4 und dazu bekomme ich den Wert 4,9 und der ist größer als 3, also wir dürfen mit der Annäherung beginnen. So, ich suche px kleiner gleich 45. Ganz aufpassen, wir müssen eine Symmetrie bilden um den Erwartungswert. Ich benutze diese Formel. Ich komme jetzt gleich dazu, wie ich auf die Werte gekommen bin. So, kleiner gleich 45. So. Ich schreibe hier 1 minus 45 gehört zu dem Intervall hier. Deswegen fange ich an mit 46. Also 1 minus p von x zwischen 46, weil 45 dazu gehört, weil wir hier kleiner gleich haben. Deswegen 46. Okay, 46 bis 60. Wie viele Zahlen sind dazwischen? 14 Zahlen, richtig? Das heißt, wir haben hier x zwischen 60 quasi, 60 minus 14, also 46 und hier 60 plus 14 und das sind 74. Ja, so. Alles geteilt durch 2. Jetzt werde ich euch sagen, wie ich auf diese Form gekommen bin. Das ist die x-Achse. So, das ist so eine Kurve. In der Mitte haben wir μ. μ ist gleich n mal p, also 60. Richtig? So. Wir suchen die Wahrscheinlichkeit von p kleiner gleich 45. Das heißt, hier haben wir 45. Ich suche diesen Bereich. Die Wahrscheinlichkeit von diesem Bereich. Kleiner gleich 45. 45 gehört zu diesem Intervall. Und jetzt beginne ich von 46 hier. Also 46. So, jetzt bilde ich ein Intervall um den Erwartungswert. 46 bis 60. Wie viele Zahlen liegen dazwischen? Also 14. Dann gehe ich natürlich von hier, von 60 wieder 40 nach andere Richtung. So, 60 plus 14, dann haben wir hier 74. Das haben wir natürlich auch hier gehabt. 46 und 74. Jetzt muss ich natürlich erklären, warum hier haben wir 1 minus p von x zwischen 46 und 74 geteilt durch 2. Warum? So. Die gesamte Fläche beträgt, hat die Wahrscheinlichkeit 1. Das heißt, unterhalb dieser Fläche haben wir die Wahrscheinlichkeit 1. Also kann natürlich die Wahrscheinlichkeit nicht größer als 1 sein. Richtig? Die gesamte Fläche gleich 1.
Und von 1, also die Gesamtwahrscheinlichkeit, ziehe ich den Symmetriebereich ab. Das heißt 1 minus p von x zwischen 46 und 74. Diese Symmetrie haben wir gebildet. Und jetzt von 1, wenn ich von 1 diese Zahl, diese Wahrscheinlichkeit, diesen Bereich abziehe, bekomme ich die Wahrscheinlichkeit von diesen zwei Bereichen. Und weil diese zwei Bereiche auch gleich groß sind, wegen der Symmetrie in der Mitte, teile ich 1 minus p von x zwischen 46 und 74 durch 2, um die Wahrscheinlichkeit dieses Bereiches zu bestimmen. Also die Wahrscheinlichkeit von p von x kleiner gleich 45. Sehr einfach. So, das heißt, wir müssen nur diese Formel kennen. Kleiner gleich 45 bedeutet 1 minus p zwischen 46 und 74 geteilt durch 2. Diese Symmetrie müssen wir bilden. Und das ist auch sehr einfach. 45 gehört zu diesem Bereich. Deswegen fangen wir mit 46 an. Und 46 bis in der Mitte, also wie viele Zahlen sind dazwischen? 14. Und von 60, von dem Mittelwert, also 60, gehe ich nochmal 14 in die andere Richtung. Also dann bekomme ich 74. Wegen Symmetrie durch 2 teilen, dann haben wir alles. So, diese Wahrscheinlichkeit kannst du hundertprozentig mit der Z-Tabelle berechnen. Wie wir das machen, habe ich euch gezeigt im Video Nummer 1. Das musst du dir angucken, wie man das macht. Das heißt, wir suchen ein Z. Wie mache ich das hier beispielsweise? So, R ist gleich 14, haben wir gesagt. Von 46 bis 60 in der Mitte liegen 14 Zahlen haben. Also R gleich 14, wir müssen den Z-Wert bestimmen. Also Z ist gleich R plus 0,5, also 14 plus 0,5, 14,5. Und das habe ich auch erklärt in dem letzten Video, warum plus 0,5. Das ist alles einfach, geteilt durch Sigma. Sigma ist gleich 4,9. Und dann bekomme ich einen Wert, also 2,96. 2,96, dann gehe ich zur Z-Tabelle. 2,96 suche ich. 2,96, da haben wir den Z-Wert, 2,96, und P für 2,96 ist gleich 0,997. So, also diese Wahrscheinlichkeit beträgt 0,997. Also setze ich ein. Und dann rechne ich aus, 1 minus 0,997 geteilt durch 2, 0,0015. So, ich habe gesagt, mit der Binomialverteilungstabelle bekomme ich 0,0017. Und durch die Annäherung mit der Normalverteilung bekomme ich 0,0015. Die Werte weichen nicht so voneinander ab, also ungefähr gleich groß, weil Sigma größer als 3 ist. Je größer Sigma ist, zum Beispiel wenn Sigma gleich 7 ist oder 6 ist, 7, 6, 9, ja, dann ist die Annäherung sehr, sehr genau. Je größer Sigma, desto genauer ist die Annäherung. Jetzt machen wir noch ein Beispiel, nochmal hier 150, p ist gleich 0,5, sagen wir mal, und wir suchen p von x kleiner gleich 70. So, dann n mal p, 150 mal p, p ist gleich 0,5 und 75, Sigma berechnen, 150 mal 0,5 mal 1 minus 0,5, wieder 0,5, also 6,1, größer als 3, Laplace-Bedingungen erfüllt, wir dürfen mit der Annäherung anfangen. P ist kleiner gleich 70 suche ich. So, 70. In der Mitte haben wir 75, nicht vergessen. So, P von x kleiner gleich 70 bedeutet 1 minus P von x zwischen. Also 70 gehört dazu, weil wir hier kleiner gleich haben.
Deswegen fange ich an mit 71 hier, untere Grenze 71 und obere Grenze. Und die obere Grenze, okay, 71 bis 75 haben wir vier Zahlen dazwischen. Deswegen gehe ich von 75 noch vier weiter. Also dann haben wir 79. 75 plus 4. So, durch 2, R ist gleich 4, wie gesagt. Hier, dann R plus 0,5, 4,5. 4,5. 4,5 geteilt durch Sigma. Sigma ist gleich 6,1. Setze ich wieder ein. 4,5 geteilt durch 6,1. 0,738. Z ist gleich 0,738. 0,8, 0,738, also 0,74 sagen wir mal. E von 0,74 oder 0,738 ist 0,541. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit ist gleich 0,541. Setze ich ein, 1 minus 0,541 geteilt durch 2. Also 0,2295. 0,2295 oder 22,95%. Diese Wahrscheinlichkeit möchte ich auch mit Binomialverteilungstabelle berechnen und gucken, welche Zahl mit der Binomialverteilungstabelle rauskommt. Dazu setze ich hier einfach ein. Das ist ein Rechner. N gleich 150. P ist gleich 0,5, haben wir gesagt, und wir suchen Px kleiner gleich 70. So, berechnen. Wie du siehst, 0,2313, also 23,13% kommt raus. Also etwa 1% mehr. Wir sagen ja Annäherung. Annäherung bedeutet, wir ungefähr sind die Werte gleich. Ungefähr sind die Werte richtig. Gut. So, das war p von x kleiner gleich. Okay, jetzt was mache ich, wenn p von x größer gleich habe? Zum Beispiel, so. Größer gleich, sagen wir mal, 80. In der Mitte hast du 75. Und du suchst die 80, größer gleich 80. Sagen wir mal, hier ist 80, größer gleich 80. Also, wir suchen die Wahrscheinlichkeit von diesem Bereich. Ne? Wie gehe ich in diesem Fall vor? In diesem Fall müssen wir auch genauso vorgehen. Ich denke, du solltest ja in der Lage sein, das selbst zu bestimmen, wie man hier vorgeht. Aber wir machen natürlich noch weitere Videos. In dem nächsten Video werde ich euch zeigen, wie man in diesem Fall vorgehen soll. Und zwar, wie man eine Symmetrie bildet. Falls du Fragen hast, falls du etwas nicht verstanden hast, kannst du immer kommentieren und mir eine Nachricht schicken. Falls du Wunschvideos hast, irgendwas nicht verstehst oder Hilfe brauchst, ich bin da und ich werde euch gerne helfen. So, wir haben noch zwei Videos vor uns mit der Z-Tabelle. Bis dann.